Matthias Hauer spricht zu uns für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erstes Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen. Das klingt auf den ersten Blick erstmal gut, denn es ist notwendig, dass die aktuell gegen Russland verhängten EU-Sanktionen auch in Deutschland konsequent durchgesetzt werden. Der russische Kriegstreiber Putin hat sich ein Netzwerk geschaffen aus seinem persönlichen Umfeld und aus befreundeten Oligarchen. Diese Profiteure unterstützen den russischen Überfall auf die freie Ukraine, sie stützen Putins Macht und sie haben sich den russischen Staat zur Beute gemacht. Dieses Netzwerk von Putins Kriegsprofiteuren sollen die Sanktionen der Europäischen Union treffen. Über dieses Ziel sind sich die demokratischen Fraktionen in diesem Hohen Hause einig. Leider wird dieses Ziel mit dem vorliegenden Gesetz der Ampel gerade nicht erreicht. Es geht in Teilen in eine richtige Richtung. In anderen Teilen ist es jedoch ein Placebo-Gesetz und ist leider in Teilen auch schwerwiegend falsch. Und das weiß auch die Ampel. Und deswegen hat sie, wir haben es gerade auch noch mal gehört, bereits ein Folgegesetz angekündigt. Was Deutschland bei der Durchsetzung der Sanktionen leistet: weniger als 1,5% der in der EU eingefrorenen Gelder sind in Deutschland festgesetzt, in der größten europäischen Volkswirtschaft. Das ist kein Ruhmesblatt. Wir brauchen sofort die Werkzeuge, um Putins Profiteure wirksam zu sanktionieren, und nicht erst mit einem Folgegesetz in einigen Monaten. Lösen Sie jetzt die Handbremse bei den Sanktionen. Die Ampel will erstmal Eigentumsverhältnisse klären, Anzeigepflichten einführen, Informationen austauschen, auch Behördenkooperation verbessern. Das ist alles sinnvoll, aber es löst eben die Handbremse nicht. Nutzungsverbote, Fehlanzeige. Verwertungsverbote, Fehlanzeige. Erlöse für den Aufbau der Ukraine verwenden, Fehlanzeige. Nichts davon sieht das Gesetz vor. Die Oligarchen dürfen weiterhin in den Luxusautos fahren, in den Luxusvillen wohnen, anders als zum Beispiel in Italien oder in Frankreich. Das hat die Anhörung der Sachverständigen klar bestätigt. Das Ampelgesetz bleibt ein Placebo, Sanktionswirkung, Fehlanzeige. Und auch zum deutschen Putin-Lobbyisten Gerhard Schröder ist selbst das Europäische Parlament weiter als die deutsche Bundesregierung. Heute hat das EU-Parlament per Resolution gefordert, unter anderem den SPD-Altkanzler auf die Sanktionsliste aufzunehmen. Das ist auch richtig so. Es ist noch keine zwei Wochen her, da hat die Ampel auf meine ausdrückliche Frage, ob die Ampel denn die Aufnahme von Gerhard Schröder in die Sanktionsliste auch anstrebt, nur ausweichend geantwortet. Es ist gut, dass heute der Haushaltsausschuss das Büro von Herrn Schröder schon mal ruhend gestellt hat. Aber warum nur ruhend gestellt? Leider war die Ampel nicht zu mehr bereit. Warum nicht die ganze Amtsausstattung streichen? Und wieso, liebe Ampel, so zaghaft auch mit der Sanktionsliste? Warum ihn nicht auf die Sanktionsliste setzen? Das Europäische Parlament ist da weiter, vor allem als die deutschen Sozialdemokraten. Wer einen Kriegstreiber unterstützt, den müssen auch die Sanktionen hart treffen. Das Gesetz hat einen weiteren schwerwiegenden Fehler. Die Bundesländer sollen für die Sanktionsdurchsetzung zuständig bleiben. Wir als Union wollen, dass der Bund für die Durchsetzung der Sanktionen zuständig ist. Es geht um sensible außenpolitische Sachverhalte, und das gehört auf die Bundesebene. Und dafür brauchen wir sofort schlagkräftige Strukturen aus einer Hand. Die Durchsetzung von Sanktionen wird in Deutschland völlig irre organisiert. Das ist ein Zitat vom Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft GdP beim Zoll. Es ist nämlich nicht zielführend, dass jetzt 16 Bundesländer behördliche Parallelstrukturen aufbauen und für diese aktuelle Ausnahmesituation viele Stellen neu schaffen. Wir sollten jetzt die Zuständigkeit auf den Bund übertragen und nicht erst irgendwann mit einem Folgegesetz. Damit macht die Ampel einen schwerwiegenden Fehler. Wir hätten dem Gesetz auch gerne zugestimmt, wenn Sie diese Fehler korrigiert hätten. Zumindest ein Nutzungsverbot,
ein Verwertungsverbot für Vermögensgegenstände und die schnelle Bundeszuständigkeit. Wir haben das vorgeschlagen. Auch das wollte die Ampel nicht. Die Ampel hat alle Verschärfungen des Gesetzes abgelehnt. Ein Placebo-Gesetz mit sachwidrigen Zuständigkeiten, dem können wir nicht zustimmen. Die Ampel verweist auf das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Damit will man dann irgendwann alles besser machen. Lassen Sie nicht wieder so viel Zeit unnütz verstreichen. Für das Placebo-Gesetz haben Sie 12 Wochen gebraucht. Die Sanktionen müssen aber jetzt wirken. Herr Kollege, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind ja hier ganz vorbildlich, habe ich gelernt, ne, inzwischen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Dr.